Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs ging einher, dass also unglaubliche Ängste geschürt wurden. Ganz Russland wird jetzt, alle werden hier erst nach Österreich kommen, weil wir sind halt das erste Land, wo man gleich herkommt und in den Goldenen Westen. Und man hat dadurch zu dieser Zeit die freiwillige Migration sehr beschränkt. Das heißt, vorher hat man immer der Sowjetunion und ihren Verbündeten vorgeworfen, ihr seid so böse Menschenrechtsverletzer, weil ihr lasst eure Leute nicht ausreisen. Ihr habt ja extra einen eisernen Vorhang gebaut, damit die nicht ausreisen dürfen. Das heißt, ihr müsst doch die ausreisen lassen. Sobald der eiserne Vorhang weg war, haben wir einen unsichtbaren Vorhang wieder aufgebaut und gesagt, ihr dürft schon ausreisen, wunderbar, jetzt aber nicht bei uns einreisen.